Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Star Wars The Old Republic Infofolge bzw. auch Regelnfolge für meine Gilde Armee von Rediger LP. Beitreten könnt ihr natürlich gerne. Ja, und ich werde jetzt erstmal erzählen, was ihr in der Gilde machen dürft und was ihr nicht dürft. Fangen wir doch erstmal an mit der Gildenfestung. Diese findet ihr natürlich unter U und dann bei Gilde. Fangen wir erstmal mit den Schlüsseln an. Wer gerne bauen will. Warte, hier muss ich noch auf Silber stellen, so. Wer gerne bauen will, da will ich das auch so machen, der darf das auch. Ja, muss ich dann halt immer nur mit Kalogi so machen, weil er kann ja nur die goldenen Schlüssel vergeben, weil er den Anführerrang hat, weil wir ja sonst free to play wären. Gut, dann nächste Sache. Den Festung, natürlich könnt ihr gerne immer wieder in die Festung kommen. Und ihr dürft auch hier diese Dinger plündern, die ich jetzt gerade plündere. Deswegen hat auch jeder einen Silberschlüssel, das ist der Grund dafür. Und ja. Hier könnt ihr plündern, wie ihr wollt. Und ihr könnt sie natürlich auch gerne in die Gildenbank packen. Zur Gildenbank komme ich aber nachher nochmal. Passt irgendwas rein? Jo. Jo. Und ja. So. Gucken wir erstmal ins Gildenfenster. Wie ihr seht, habe ich den Rang Großmeister. Und die Ränge, welchen Rang ihr habt, das entscheidet immer halt nachdem, wie ihr aktiv seid und wie oft ihr auch spielt. Ich zeige euch jetzt mal alle Ränge. Es gibt Rekrut, das ist der Rang, den ihr von Anfang an habt, wenn ihr der Gilde beitretet. Padawan, das ist dann der zweite Rang. Die Berechtigung kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Soldat, Dritter, Jedi, Captain, Meister, Major, YouTuber. Gut, das ist YouTuber ist sowieso aus, das ist meiner. Die anderen Ränge, ich weiß gar nicht, ob ihr alle bekommen könnt. Ich sag jetzt gar nicht. Aber ich werde nicht einfach nur aus Lust und Laune jetzt hier irgendjemandem mal einen Rang geben, sondern ich werde es so machen, dass ihr, je nachdem wie aktiv ihr seid und wie oft ihr spielt und wie sehr ihr hilft und... Zum Beispiel habe ich jetzt hier auch bei Kalogi. Nein, habe ich nicht. Doch, da hier bei Diomato. Das ist ja der Charakter von Avadul. Avadul, oder wie auch immer er heißt. Avadul war es ja. Mit der ihr auch ja im Schmuggel-LP hilft. Deswegen habe ich da auch die Mitgliedsnotiz YouTube-Mitspieler gegeben und ich bei mir natürlich YouTube-Charakter. Natürlich könnt ihr auch in einer Folge gerne dabei sein, wenn ihr das unbedingt möchtet. Müsst ihr einfach nur mal schreiben. Zum Beispiel bei der nächsten Folge habe ich ja auch vorgenommen, Artinos mit reinzunehmen. Vor 21 Stunden war er online. Ja, so wird sein. Dann kommen wir doch erstmal schon mal zur Gildenbank. Weil mich da oft immer, weil ich da, bisher wurde ich noch nicht gefragt, aber kann ja mal sein. Oh, 830k war das. Die sind übrigens von mir. Ja. Reintun könnt ihr natürlich gerne was. Reintun könnt ihr so viel ihr wollt, bis das Ding voll ist. Passt natürlich auf, dass ihr nicht so viel Blödsinn reintut, den eh keiner braucht. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe ja diese ganzen unnötigen Baupläne hier drin. Allerdings, was ihr allerdings nicht dürft. Na gut, fangen wir erstmal mit dem anderen an. Machen wir erstmal mit dem nicht dürft, das Beispiel da. Ihr dürft dann natürlich auch gerne ihr Dekoration spenden. Müsst natürlich immer Abonnent sein oder halt ihr euch die Berechtigungen kaufen, dass ihr auf die Gildenbank zugreifen könnt, dann könnt ihr euch das auch hier einzahlen. Natürlich, ihr könnt auch gerne so viele Credits einzahlen, wie ihr wollt. Abheben, da weiß ich gar nicht, wie das eingestellt ist. Muss ich da mal fragen. Auf jeden Fall, ja, muss ich mal fragen. Das weiß ich jetzt selber gerade gar nicht. Also. Was? Achso, er hat den Raum gekauft, stimmt ja, ich würde schon sagen. Also ganz fleißig Spenden ist Reko, der hat schon 2 Millionen gespendet. Die 830 Tonnen, die kommen dann von uns. Da. Also da größtes Dankeschön schon mal an dich, dass es gemacht hat. So. Je nachdem wie euer Rang ist, könnt ihr auch Sachen rausnehmen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich brauche jetzt, was ich hier. Das heißt Waffenbau, verdammt. Zum Beispiel ich hier diesen Titanium-Nebenhandblaster zum Beispiel. Das kann ich hier nicht angucken.
Da könnt ihr es natürlich auch gerne so rausnehmen. Dann kurz mal angucken, wie der aussieht. Sieht jetzt so aus. Könnt ihr euch auch selber dann mal anschauen. Ja. Und allerdings, was ihr dabei allerdings nicht dürft, ist diesen Gegenstand an einem Handelsmarkt verkaufen. Genauso wie zum Beispiel, was ich hier, wenn ihr jetzt eine Invasionsstreit macht, bauen wollt. Die kann ich jetzt, glaube ich, mit dem Charakter noch nicht bauen, oder? Kann ich die schon bauen? Nee, nur Archiv. Dann könnt ihr auch gerne, wenn euch jetzt zum Beispiel, jetzt kriegt das Fenster hier nicht zu, so. Zum Beispiel das Holocron der Strategie euch fehlt, dann könnt ihr auch gerne hier ein paar rausnehmen. Allerdings wichtig dabei ist, weil ihr habt ja nicht 9999 Gegenstände, ihr habt wahrscheinlich nur 10 oder so. Dann ist es natürlich blöd, wenn man natürlich jetzt noch mehr rausnehmen will von anderen Sachen. Ist natürlich blöd, wenn man jetzt zum Beispiel von denen hier nur eins braucht, aber von anderen Sachen dann auch noch gerne was haben will. Deswegen macht es nicht so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass ihr alle rausnimmt und dann euch die Zahl am Ende ausgeht. Wo habe ich jetzt überhaupt 9995? Sondern ich tue es mal wieder rein. Macht einfach, drückt, haltet einfach die Umschalttaste gedrückt, macht Linksklick drauf und dann sagt ihr zum Beispiel, ich will zwei von denen, Stapel aufteilen. Da habt ihr nur zwei rausgeholt. Und ist doch nur zwei weniger geworden. Da seht ihr es. Gut. Ja, jetzt soll darauf. So. Kriegsweed Medipacks könnt ihr euch auch gerne rausnehmen. Habe ich dafür extra eingezahlt, dass ihr die benutzen könnt. Und ja, das war es eigentlich auch schon vom Abheben. Und überhaupt von der Gildenbank. Ich weiß gar nicht, ob das hier eingestellt ist, ob man das hier alles sehen kann. Das kann man ja ausschalten. Weiß ich nicht. Und dann hat ja bisher noch gar niemand was rein oder rausgetan. Komisch. Also ihr könnt hier gerne Sachen rausnehmen. Halt je nachdem, passt immer auf euer Abholmaximum auf. Wie ist jetzt so viel? Ich weiß gar nicht, warum das jetzt... Ich habe doch gerade die 14 Dinger rausgenommen. Warum ist das jetzt plötzlich so viel geworden? Macht keinen Sinn, aber egal. Credits. Stehe jetzt bei mir auch nur auf 0, weil ich Free-to-Play bin. Deswegen kann ich auch nicht eins sein, deswegen macht das immer Kalogi für mich. Ja, 830.000, die sind von mir, glaube ich zumindest, dass die größtenteils von mir sind. Ja, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann werde ich es nochmal in die Videobeschreibung packen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn ihr beitreten würdet. Würde auf jeden Fall sehr, sehr geil sein. Links jetzt ergebe ich mich. Wir beenden die Folge. Bis bald. Ich hoffe, ihr haltet euch dran. Bis bald. Ciao.